Am Donnerstag, den 10. September, findet deutschlandweit der erste Warntag statt. Um 11 Uhr gibt es erstmals seit der Wiedervereinigung einen bundesweiten Probealarm. Die Warnung erfolgt über Radio, bundesweite Fernsehprogramme, soziale Medien, Warn-Apps, Sirenen, Lautsprecherwagen und digitale Anzeigetafeln. Nach der Auslösung des Probealarms ist wenig später eine Entwarnung vorgesehen. Auch Magdeburg beteiligt sich daran. In Magdeburg setzen die Mitarbeiter des Katastrophenschutzes vor allem auf digitale Anzeigetafeln und die Warn-App Nina, so der zuständige Beigeordnete Holger Platz. In den 90er Jahren sind die Sirenen im Stadtgebiet abgebaut worden. Trotzdem müssen wir die Bevölkerung zeitnah warnen können, sei es bei einem Großfeuer, Hochwasser, einem Anschlag oder drohenden Unwettern. Magdeburg wolle für die Warn-App Nina werben. Mit dieser erhalten alle Bürger, die ein Smartphone besitzen, Informationen aus erster Hand. Zudem lasse sich die Warnung umgehend an Angehörige und Nachbarn weitergeben, so Holger Platz weiter. Die Warn-App kann unter dem eingeblendeten Link heruntergeladen werden. Innenminister Holger Stahlknecht sagte, dass der Warntag die Bevölkerung sensibilisieren solle. Menschen benötigen schnellstmöglich Warnungen. Es sei aber auch wichtig, dass die Bürger verlässliche behördliche Informationen und Empfehlungen für das Verhalten erhalten. Bei behördlichen Warnmeldungen sollten die Menschen Ruhe bewahren, fortlaufend die Informationen und Handlungsempfehlungen der Behörden verfolgen, entsprechend handeln und die Informationen an Personen im direkten Umfeld weitergeben. Nach einem Beschluss der Innenministerkonferenz IMK soll der bundesweite Warntag zukünftig jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September stattfinden. Weiterführende Informationen zum bundesweiten Warntag gibt es auf der eingeblendeten Website.